Hey Leute, willkommen zurück in Berlin. Das ist Teil 2 unseres Podcasts. Mein Name ist Greg, ich bin euer Community Manager für Drakensang Online. Heute werden wir uns mit Gameplay und den Fertigkeiten der neuen Charakterklasse, dem Zwerg oder dem zwergischen Dampfmechanikus, befassen. Dann heiße ich jetzt willkommen Christoph und Sven, einmal vom Game Design und einmal von Animation und Visualisierung. Was könnt ihr uns über den Zwerg erzählen? Wie seid ihr da rangegangen? Dann wird darüber nachgedacht, was passt halt in das Genre rein und so. Wir konnten da jetzt natürlich keine Laser oder sowas bauen. Wir haben ja sowieso ja schon die Zwerge gelauncht, ein paar Monate vorher, wo halt mit Schwarzpulver hantiert wird und so. Da gibt es diese Kanonentürme und da haben wir dann eigentlich angesetzt. Was genau ist denn neu an dem Zwerg, wenn man den vergleicht mit den anderen Klassen? Der ist ein Engineer mit Knarre. Ja. Also er hat eine Knarre, er ist eigentlich eher der Fernkämpfer. Er hat allerdings eine limitierte Reichweite, das ist eine Neuerung, eine Gameplay-Neuerung, die wir eingebaut haben, die er erhöhen kann, indem er sein Equipment wechselt. Das ist der erste Block, also er hat Schussfertigkeiten, er hat einen Raketenrucksack, mit dem er fliegen kann, er hat Granaten, das ist ein Block, das sind Skills, die er immer einsetzen kann. Und dann gibt es noch einen zweiten Block, das sind Fähigkeiten, die er einsetzen kann mit Hilfe seiner Ressource Dampf. Mhm. Und da wird er in der Lage sein, ganz tolle, wunderbare Konstruktion auf dem Schlachtfeld zu platzieren, zum Beispiel Geschütze. Drei verschiedene hat er zur Auswahl. Also man kann quasi zwei verschiedene Arten von Zwerg spielen. Also der Zwerg lässt sich auf sehr flexible, unendlich viele Möglichkeiten theoretisch trimmen, weil halt bestimmte Skills nicht nur eine, sondern vielleicht sogar zwei oder drei Bedeutungen haben. Traditionell gesehen kennt man Zwerge ja eigentlich mit Äxten und Beilen. Warum hat dieser Zwerg jetzt keine Axt, sondern eher eine kleine Muskete? Wir haben den typischen Melee-Tank-Charakter bereits im Spiel. Wenn wir ihm die Axt gegeben hätten, hätten wir uns, glaube ich, da in eine ähnliche Richtung entwickeln müssen. Ich glaube, der Dwarf in the Box ist ein Skill, den man sich genauer anschauen sollte und mal ein bisschen rumprobieren sollte. Ach, und ein Skill haben wir überhaupt noch nicht erwähnt. Der letzte Skill, den die Spieler auf Stufe 42 erhalten. Da. Wie heißt der? Das ist der Iron Dwarf. Wie wird das visualisiert, dieser Skill? Der Zwerg war ganz fleißig und hat sich einen großen Anzug gebaut, den er anzieht und dann kann er drauf losdreschen gehen. Genau, also er wird von einem Charakter, der wenig Hitpoints hat, der sich eher im Hintergrund aufhält, zu einer Kampfmaschine, die in den Nahkampf kommt. So, das war's mit Teil 2 unseres offiziellen Podcasts zum Zwerg. Im nächsten Teil, Teil 3, werden wir uns mit den meistgestellten User-Fragen beschäftigen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.